So, und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge hier bei Port Royal 4. So, dann werden wir mal erstmal unseren ehrlichen Geschäften weiter nachgehen, bevor wir dann zu den unehrlichen Geschäften kommen. Nutzen wir die ruhige Zeit nochmal, während uns noch nicht der Kanonenrauch in die Nase steigt. Und der Schwefeldampf uns um die Ohren dröhnt. Ja, um die Ohren weht. Oh. Okay. Können ja aber ganz schön viel Hanfi brauchen. Ah, okay, die stellen Seile her. Gut, das ist dann natürlich irgendwo plausibel nachvollziehbar. So, damit haben wir wieder einen satten Umsatz gemacht. Ich bin tatsächlich mal gespannt, wie sich unsere Militärkorvetten dann im Kampf schlagen. Wie gesagt, dadurch, dass wir bisher mehr oder weniger mit anderen Nationen ja begonnen haben, die auch andere Schiffstypen hatten, habe ich in den meisten Fällen eigentlich immer mit einer normalen Fregatte begonnen. Es wird also diesmal so eine kleine Premiere. Das erste Mal, dass wir mal nicht mit einer Fregatte beginnen, sondern mit einer Militärkorvette. Von der Stärke her, sowohl Besatzung als auch Feuerkraft, einer Fregatte natürlich um einiges überlegen. Aber was man bei der Fregatte niemals unterschätzen sollte, ist halt der schiffseigene Perk mit dem Nachladen. Wenn halt in einer Runde zweimal feuern. Mit der richtigen Turnrate können wir auch eine Breitseite sogar zweimal abfeuern. Also wenn man es richtig anstellt, will sagen, kann man im Prinzip dreimal schießen in einer Runde. Das ist dann schon ziemlich genial. So. Sind wir erstaunlicherweise jede Menge Hanf losgeworden in diesem Durchgang hier mit unserer Handelsreise. So, hier kriegen wir wieder Kakao. Und auch wieder Kaffee. So. Gucken wir gleich wieder, dass wir noch ein bisschen weiter segeln. Richtig ungewohnt, ne? Nachdem wir die ganze Zeit einen reinen Handelskonvoi hatten. Hat unser kleiner Handelskonvoi seinen ersten Kampfpunkt bekommen. Ist aber schon ziemlich heftig, ne? Wie lange der Krieg jetzt aktuell zwischen Frankreich und Holland jetzt schon geht. So, können wir noch mal Kakao mitnehmen? So, Fleisch können wir auch noch mal mitnehmen, so viel wir können. Naja, gut, Holz lohnt sich nicht. So, was sagt denn unsere Handelsflotte? 95.000 Gewinn gemacht. Ironischerweise macht die aktuell Minus. Ne? Wundert mich so ein bisschen. Kurios, kurios. Dürfte eigentlich gar nicht sein. So, da haben wir wieder ein historisches Ereignis, meine Freunde. Heinrich von Guise wurde ermordet. Heinrich der Dritte bittet Heinrich von Guise unbewaffnet zu sich und lässt diesen von seiner Leibgarde ermorden, als er erscheint. Heinrich von Guises Bruder wird gefangen genommen und am nächsten Tag ebenfalls hingerichtet. Die Körper werden verbrannt und in die Asche der Loire gestreut. Durch das Ansehen, das Heinrich von Guise genoss, stellen sich große Teile Frankreichs in der Folge gegen seinen König und Heinrich III. Ist gezwungen, mit Heinrich von Navarra gemeinsame Sache zu machen.
Ja, schwierig, ne? Wenn ein König, der ermordet wurde, beliebter unter der Bevölkerung und unter dem Adel war, als der, der dann quasi an herrschender Stelle tritt. Da ging der Plan anscheinend so nicht ganz so auf. So, das Problem ist halt noch, der Krieg zwischen Holland und Frankreich blockiert uns noch so ein bisschen, was unsere Planung für die nächste Handelsroute angeht. Hm? Ist eigentlich ein bisschen unschön aktuell. Müssen wir halt Frankreich oder beziehungsweise müssen wir Holland halt ein bisschen dazu zwingen, über einen Friedensvertrag nachzudenken, indem wir halt entsprechend unsere militärische Stärke mit in die Waagschale von Frankreich werfen. So, Getreide nehmen wir auch nochmal mit. So. Na boah. Mal auf nach Mosquito. Werden wir hier bei den Bermudas nochmal eine Runde drehen. Wir können ja rein theoretisch unseren Kurs schon mal Richtung San Juan drehen. Und zumindest die englischen Städte schon mal freischalten. Werde dann bei Gelegenheit, sobald wir hier Richtung holländische Nationen oder Kolonien kommen, werde ich nochmal speichern. Und dann werden wir den Perk hier unseres Kapitäns mal austesten. Ob der verhindert, dass wir von gegnerischen Militärkonvois angegriffen werden. Die Beschreibung anhand dieses Perks ist mir nämlich noch ein bisschen fadenscheinig, muss ich gestehen. Das heißt, das werden wir dann nochmal gemeinsam austesten müssen, wie genau dieser Perk funktioniert. Das werden wir dann alles gemeinsam herausfinden, meine Freunde. So, das Gute ist, durch unsere Handelsaktivitäten entwickeln sich die Städte auch schon so ein bisschen weiter. Dadurch werden wir jetzt nach und nach so ein bisschen in den Genuss kommen, auch mal größere Warenmengen handeln zu können. Jetzt immer mal hier so 10 Fass oder so. So, dann gucken wir mal. Auf nach Grand Bahama. So, unsere zweite Militärkorvette ist auf dem Weg fertiggestellt zu werden. Aber 31. Dezember war es. Also knapp 5 Tage. Na gut, jetzt sind es noch 4 Tage. Könnten wir uns rein theoretisch erstmal auf den Rückweg machen. So, hier werden wir ganz gut unsere Ladung los. Sehr gut. Und mal wieder einiges löschen an Ladung können. So. Ist mal gar nicht mal so verkehrt. Auch wenn die Mengen, die wir hier umschlagen, wie gesagt, immer einigermaßen klein sind. Aber die Qualität der Waren macht halt den Unterschied. Die nehmen halt in der Regel immer Waren mit, die wir auch gut wieder loswerden. So, dann machen wir uns mal auf den Rückweg, würde ich sagen. Ich bin aber, wie gesagt, sehr gespannt, ob unsere automatische Handelsroute mit den Einkünften schon die Ausgaben für unsere Mannschaft abdecken kann.
Nur noch mal im Auge behalten. Was sagt... Naja, jetzt sind wir zumindest schon mal im Plus, ne? Gewinn pro Tag. Okay, also es ist immer ein Durchschnittswert. 6.000 pro Tag. Könnt ihr mal gucken, was hier unsere Mannschaft kostet? 850. Naja gut, da kommen noch mal 380 Mannschaftsmitglieder dazu. Das könnte knapp werden. Das könnte, glaube ich, knapp werden. Da müssen wir wahrscheinlich wirklich noch eine zweite Handelsroute an den Start bringen. Damit wir wirklich komplett safe sind, was die Ausgaben angeht. So, können wir noch mal ein bisschen was mitnehmen? So viel Kakao brauchen die hier tatsächlich nicht. Hier können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Na, auch wenn es Kleckerposten sind. Aber wie gesagt, ne? Jedes Fass an Stauraum, was wir nicht auslasten, ist halt verlorener Stauraum. 150 mal Zucker. Das haben wir jetzt nicht. Ist auch nicht so in der Nähe, wo wir schnell mal Zucker herkriegen würden. Hm. So, wunderbar. Damit ist unsere zweite Militärkorvette fertig. So, hier bietet sich nochmal ein Kapitän an. Was kann die Dame so Schönes? Geschwindigkeit auf See. Ein Schiffer hätte ich halt ganz gerne, muss ich gestehen. 25% mehr Laderaum. Ne? Wäre halt eigentlich für einen Handelskonvoi nochmal extrem gut. Aber leider... Falsche Konstellation an Perks, die mitbringt. Bringt uns leider nichts. Bin ja mal gespannt, ob wir im Zuge dieses Let's Plays noch meinen Traumkapitän zu Gesicht bekommen, ne? Also sprich, die Perk-Konstellation des Kapitäns so ist, wie ich sie mir ganz gerne vorstelle. Also sprich, das komplette Optimum für unsere Flotte. So, wir haben die 1 Million Gold geknackt, meine Freunde. Auch eine gute... Gutes Streckenziel. Sieht also stark danach aus, dass unser automatischer Handelskonvoi ordentlich Gewinne abwirft. Können wir wahrscheinlich hier und da nochmal ein bisschen optimieren. Vielleicht, wie gesagt, nochmal ein weiteres Schiff eingliedern. Rein theoretisch könnten wir unsere Flotte, die wir momentan noch in unserer Flotte haben, ausgrenzen. Das wäre nochmal eine Idee. Denn, wenn wir jetzt unsere Militärkorvette eingliedern, die hat auch nochmal 350 Laderaum. Dann verlieren wir zwar insgesamt flottentechnisch 150 Fass Laderaum, aber unsere Geschwindigkeit steigt dann auch wieder entsprechend. Vorausgesetzt natürlich, wir schmeißen die Schoner noch raus. So. Finde Marcel vor in diesem Gebiet. Südlich von Evangelista. Achtung. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Südlich von Evangelista. Das ist hier unten. Hier irgendwo. Mal gleich mal gucken, ob wir da erfolgreich unterwegs sein können. So, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir in New Orleans auf jeden Fall wieder Ladung löschen. Wir haben relativ viel
Fläche gerade vollgepackt? So, unser zweiter Konvoi ist gerade in Sevilla losgefahren. Das heißt, wir müssten unsere Flotte eigentlich jetzt hier in New Orleans parken und sobald unser Handelskonvoi dann mal wieder hier vorbeikommt, müssen wir das Schiff so schnell wie möglich eingliedern. Und ich nehme stark an, dass unser Konvoi maximal ausgelastet ist mit 1500 Fass Ladevolumen. Gehe ich tatsächlich mal stark von aus. So. Ich will da ein bisschen was verkaufen, was wir nicht brauchen. Dann können wir ein bisschen mitnehmen. Mais. So. Wollen wir erstmal auf nach New Orleans. Bis 2. Februar. Ist natürlich ganz schön knapp, ne? Ich meine, gut, wir haben über fast einen Monat Zeit, aber wird trotz alledem nochmal eine knappe Kiste wahrscheinlich werden. So, laden wir erstmal alles ab, was wir hier nicht brauchen oder was wir hier loswerden können. Warum? Ja. Naja, leider Gottes war hier erst ein Handelskonvoi, wie es aussieht. Ne? Da werden wir unsere teure Ladung gerade nicht los. Oder zumindest zu keinen guten Preisen, wie ich es gerne hätte. So, dann werden wir mal eins machen. Wir werden mal die Schiffe austauschen. Das Schiff rein. Und die Flotte raus. So, und dann gucken wir noch mal. Müsste halt mal ein Schatzkonvoi auftauchen. Das wäre mal nicht so schlecht. So, Zucker können wir noch mal einladen. Naja, gut. Ganz klein bisschen Mais nehmen wir auch noch mal mit. So, und da müssen wir mal überlegen. Wir können mal gucken, was kostet denn uns... Oh, der Kaperbrief ist ironischerweise sogar günstiger geworden. So. Ich werde mal vorher noch mal speichern, bevor wir den Kaperbrief kaufen. Und dann kaufen wir uns mal den Kaperbrief und machen unser Schiff mal kampfstark. Oh. Der ist noch mal günstiger geworden, der Kaperbrief. Na gut. So, und dann werden wir mal unsere Besatzung auffüllen. So, sehr gut. Und dann werden wir mal in Richtung dorthin fahren. Evangelista müssen wir ja sowieso. Vielleicht haben wir auf dem Weg dahin... sogar noch mal die Möglichkeit, holländisches Schiff anzugreifen. Bewaffnet sind wir jetzt. Können wir vielleicht unterwegs sogar schon mal die erste Beute machen. So, meine Freunde. Die Beute werden wir allerdings erst in der nächsten Folge sehen, denn wir nähern uns gerade den 20 Minuten. Das bedeutet Folgenpause. Wie gesagt, wir sind jetzt bewaffnet. Wir haben einen Kaperbrief. Das heißt, wir können ohne... dass wir Ruhm verlieren, jetzt holländische Schiffe aufbringen.
Wir werden also, wie gesagt, jetzt auf unseren Reisen immer mal die Augen offen halten, ob wir schon mal fette Beute machen können. Das wird uns in den nächsten Folgen auf jeden Fall schon mal erwarten. Seid gespannt. Lasst dem Video gerne wieder ein Däumchen da. Würde mich tierisch freuen. An alle Zuschauer, die das erste Mal vielleicht dabei waren, lasst gerne ein Abo da. Verpasst keinen neuen coolen Content von Port Royal 4 sowie anderen Piraten-Content-inhaltlichen Videos auf diesem Kanal. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Bis dahin, immer eine Handbreite Wasser unterm Kiel und ciao, ciao.